Hallo, heute malen wir ein Bild in einer Situation, wenn sich Freunde treffen und sich überlegen, wir wollen jetzt malen, zwei, drei Leute, aber wir wissen nicht, wie das geht. Und wir zeigen euch, wie das geht. Das ist ganz einfach. Und heute habe ich ja zwei wunderbare Künstlerinnen, Ronja und Olea. So, und alles entscheidende Frage ist, wie fangen wir an? Wo ist der Anfang? Der Anfang ist manchmal einfach, manchmal schwer, aber wichtig ist, dass Weiß weg ist, dass wir vom Weiß wegkommen. Deswegen werden wir es ist ja keine Leinwand, es ist eine Wand, ne? Diese Wand aufteilen in drei Farben. Das heißt, jeder von uns bekommt drei Felder. Ronja, was ist heute deine Lieblingsfarbe? Gold. Deine Silber? Nein. Deine Lieblingsfarbe? Ich mag gerne in Brauntönen. Also ich mag Brauntöne sehr gerne. Brauntöne, okay. So Herbstfarben, wenn ich. Herbstfarben, Gold, also das heißt, das ist ja schon. Eure, das ist dein Feld. Und ich in der Mitte, was könnte, das muss man ein bisschen absprechen, was könnte dazu passen? Gelb wäre gut. Also bräunlich, gelblich. Und dann Gold. Okay, wenn ihr mir erlaubt, ich mache die Aufteilung. Ist es okay? Ja. Für euch. Und dann geht's los. Ronja, das ist jetzt dein Feld. Da kommt Gold. Das ist dein Feld. Das ist ja sehr weiblich, oder? Ich mag die Kurve sehr. Eine Kurve. Ja, perfekt. Okay, schwarz legen wir jetzt mal weg. Ja. Und wir fangen jetzt mit den Farben an. Bitte bedient euch. Mhm. Ich nehme schon mal gelb. Wir machen das mit dickem Pinsel, damit es etwas schneller geht. Also ich habe jetzt so die Pinsel hier. Also dieses Gelb ist jetzt gerade zu schreiend. Ich mache das ein bisschen. Du weißt, wie braun geht? Bräunlich? Nein. Ja, ne? Ja? Ich würde jetzt einfach irgendwas ausprobieren. Probier es einfach aus. Also ich würde erstmal orange machen. Ja. Und dann würde ich da irgendwas mit was zum Abtönen reinmachen. Genau, so ganz wenig schwarz. Ganz, und dann, ganz bisschen, weil sonst ist es vielleicht zu. Okay. So, fangen wir schon mal an. Ich muss dir nichts mischen. Ah, du hast ja so mehr. Bronze, ist es schon fast. Bronze, das ist auch, genau. Das ist schon eine sehr schön, ja. Wow, sehr schöne Farbe. Das ist toll. Bei uns ist gerade sehr warm. Deshalb mein knappes Outfit. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Also wir haben gerade draußen, was für einen Monat haben wir? November? November, also November, ne? Aber wir haben es volle Pulle hier gedreht. Aber wir verraten euch nicht, in welcher Stadt, Dorf, Straße wir uns befinden. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, genau. Hier werden unsere Videos gedreht und... Top Secret. Das ist hier eine sehr... Also, man sagt sogar, wenn man hier gestanden hat, wird man kreativ. Selbst Trump würde hier mal. Da kannst du ihn überzeugen. Also wir machen jetzt voll, ne? Ganz volle, ja. Volle eine Fläche, eine komplette Fläche. Okay. Ja? Weil danach kommt ja sehr viel noch. Okay. Deswegen braucht man jetzt keine Farbveränderung. Einfach nur in eine Farbe komplett, komplett voll. Unsere Farben sehen vielleicht komplett gleich aus, weil ich auch so. Hast du Gold genommen? Nee, aber ich habe so. Möchtest du braun, so richtig braun? Ich habe nee, braun. Ich wollte gerne so. Ja? Ich wollte sowas, ja, so wie jetzt eigentlich. So was. Das ist eine schöne Farbe. Tonfarben, ja, so mit Terrakotta oder so. Ja, also wir werden sehr warme, warme Töne hier haben. Soll die schwarze Linie übermalt werden? Übermalt. Wir machen es einfach, ne? Ja,
Aber irgendwie Farbe brauchen. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist eine große Wand und wenn man sich jetzt vorstellt, dass hier, also stellt euch vor, wir würden das alles auf einer Party machen. Geburtstagsparty. Ja. Und hier würden 6 Leute, 7, 8 Leute stehen. Ja, ja. Das mache ich auch. Festival könnte man sowas machen. Natürlich, klar. Ja, Alkohol muss ja ein bisschen weniger werden dabei. Weil die Leute natürlich, da kann ich beim Malen kann es sehr, sehr aus den Fugen geraten. Ja, kann ich mir vorstellen. Und was schmeckt man hier? Kommt drauf an, was es für eine ist. Es gibt ja doch ein sehr groß, also sehr viele verschiedene Partys und ich mag gerne tanzen, aber ich mag tatsächlich gar nicht so gerne Alkohol trinken. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass man dann irgendwann. Also richtig genießen, und, ja, aber genau. Bewusst genießen. Ja, das mag ich sehr. Ja, das ist sehr gut. Und du, Maria? Ja, ja, geht mir auch so. Also ich trinke harten Alkohol schon seit ich. Ich glaube, mit 18 hatte ich so eine ganz tolle Wodka-Phase. Mit 16, 18. Ja, aber, voll. Oh. Aber jetzt nur noch Wein, Sekt. Ja. Die Welt hört dir zu, ne? Ja. Farbe ist drauf, schreckliche Weiß ist weg und wir werden jetzt jeder gestattet sein, ihr Feld. Ich würde jetzt erstmal hier was machen, du machst hier was und jetzt die Frage, welche Farbe wir nehmen. Ich würde jetzt zu Kontrastenfarben empfehlen, das heißt, ich werde jetzt etwas Richtung Lila machen. Okay. Es geht um Linien, ne? Also okay. Ich zeige das jetzt, wie ich das mache und, oder Magenta, oh Magenta, das ist ich auch. Genau. Magenta ist im Moment meine Lieblingsfarbe, also Magenta Richtung Lila, Magenta so, ja. Das und dazwischen Lila. Also, ich habe jetzt einen Auftrag gehabt und ich habe 2 Bilder in diese Richtung gemacht und ich habe 2 Wochen lang in lila und magenta Welten gelebt. Deswegen ist das im Moment, deswegen ist meine Wahl. Okay. Ihr überlegt euch jetzt, was wäre hier deine Wahl und was wäre hier deine Wahl. Okay. Am besten unterschiedlich, nicht wieder gleich. Ja. Okay. Also müssen das jetzt komplementär oder Kontrastfarben sein? Oder? Ja, wäre schon gut. Schön. Wäre okay. Gut, ja. Okay. Wir haben eine ganze Menge. Oder mag man was herstellen? Also, ich mache jetzt einfach. Wow. Einfach. Die Bewegungen. Diese Linien sind wichtig, weil in den Linien werden wir noch eigene Welten gestalten. Okay. Alles Mögliche kann da reinkommen. Ja, wofür hast du dich entschieden? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall was Helles. Ja. Weiß. Ja, weiß ist jetzt auch gut. Gemischt aber noch. Ja, genau. Ganz, ganz wenig braucht es manchmal. Mhm. Und du, Olena? Ich glaube, ich nehme Blau. Blau, aber dann wahrscheinlich hell, ne? Ja. Sonst würde es nicht wirken. Ja, hell, genau. Hellblau. Ja, okay. Mach ein bisschen Oberlehrer. Ist gut. Sehr wichtig, damit Leute auch was lernen. Genau. Ich mache Empfehlungen, obwohl ich neulich auf Facebook gepostet habe. Ratschläge sind Schläge. Ja, stimmt. Die sind gutes Schläge. Beispiel jetzt. Ja, wirklich. Ach, okay. Naja, bei Malen ist ja was anderes. Aber wenn man im Leben ständig, wenn du ständig Ratschläge bekommst. Eher Kritik, wenn man ständig kritisiert wird. Das ja, Ratschlag. Also, ja, das ist manchmal eine Kritik, weil, ah, du hast es falsch gemacht, deswegen solltest du so machen. Und ein anderer weiß es besser Bescheid. Jetzt einfach Linien. Ja, so wie ich gemacht habe, einfach folge deine Linie. Ja, okay. Sehr schön, zärtliche Farbe. Aber wir können auch die Flächen, so kleine Flächen ausmalen, dass es nicht nur bei Linien bleibt. Olena, was hast du zuletzt komponiert? Oh.
eine schwierige Frage, weil ich da meistens gar nicht so viele Gedanken darüber mache. Ja. Aber das letzte Stück, was du gespielt hast, was von dir war, weißt du, was das war? Ja, aber ich benenne die ja nicht. Ich mache es einfach nur so aus dem Gefühl heraus. Ja. Welche Stimmung hatte es denn? Da fängt es ja schon an. Ich mache halt, für die Zuschauer auch, ich mache halt Musik aus meinem Herzen und nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Technik. Gar keine Ahnung von Technik. Mhm. Ich weiß nicht, in welcher Stimmung das jetzt ist, ob das jetzt C-Dur oder was für ein Akkord das ist. Oder nicht. Ja, du weißt, was C-Dur ist. Ja, das ist schon aber irgendwie, was, wenn ich halt spiele, dann denke ich halt gar nicht mehr sowas nach, sondern ich schaue wirklich nur, was sich für mich gerade richtig anfühlt. Und okay. Ich könnte jetzt, es wäre schwierig, das zu beantworten. Ja, aber kannst du das jetzt im Malen übertragen, dass du sowas, was du letztens gemacht hast, dass du das, weil diese Stimmung ist bei dir wahrscheinlich so frisch in dir, dass du das hier bringst. Wäre das möglich? Ist es möglich, Musik auf die Leinwand zu übertragen? Ist das möglich? Für mich ist es möglich. Das kann, das werden wir, glaube ich, sehen. Ich muss das ausprobieren. Weil das ist tatsächlich was, was ich noch nie ausprobiert habe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann aber natürlich nichts versprechen. Und Ronja, dein letztes Bild, wie sah es aus? Ich weiß, dass Ronja mehr Gegenstände malt, oder? Das letzte Bild, was ich gemalt habe, war tatsächlich eine Skizze von Oleana. Die Barbola, oder? Ja, genau. Und ich habe es noch weiter gemalt zu Hause. Ja. Das ist noch nicht ganz fertig. Oh, das würde ich gerne sehen. Ja. Da, wo ich gesagt habe, dass das sowas an. Genau. Ich versuche eine Farbe zu finden, die für mich stimmig ist, weil ich fand das Blau nicht mehr so stimmig. Ja, okay. Die finde ich jetzt besser. Probiere das mal. Ich probiere das aus. Ja? Ja. Ich bin da immer sehr, muss sich halt dann auch richtig anfühlen. Ja. Ja, das ist genau, was du meintest. Jetzt überträgst du das. Einmal. Ist ein bisschen dunkel, oder? Ist sehr dunkel, ja. Ich mach das noch. Mach ein bisschen heller. Weiß rein. Ja, genau. Das ist natürlich eine sehr rohe Fassung und wir werden irgendwann ins Gestalten kommen, wo das Ganze ein bisschen konkreter wird, ein bisschen feiner wird. Ja? Aber im Moment lassen wir unsere Emotionen raus. Wo stehst du gerade mit deinen Emotionen? Gute Frage, sehr viel. Gemischte Gefühle. Gemischte Gefühle? Ja. Gemischte Gefühle im Bild? Ja. Genau. Ja, das ist schon mal besser. Besser? Schon mal besser. Ja. Ja, sehr gut. Schweigen gerade, manchmal schweigt man einmal. Kreativer Prozess. Genau, es ist ein kreativer Prozess und das gehört ja manchmal dazu. Also ich für meinen Teil bin gerade fertig. Wie sieht es bei mir aus? Das sind jetzt wunderbare Vorlagen für weiter. Wunderbar. Würdest du es so lassen? Ich würde es so lassen, ja. Allgemein? Ja, du kannst ja auch noch ein bisschen schweigen. Jetzt wirklich einiges getan und das Bild kann sich sehen lassen, wenn man das von Weitem guckt. Mhm. Oder was meinst du? Ja, ich fand es spannend. Von Weitem sieht es nochmal ganz anders aus, ja, als jetzt von Nahen.
Genau. Hast du schon mal Ideen, was man noch ändern könnte? Wenn man es so weit sieht, dann will man sofort, oh, da kann ich natürlich was machen. Ich will die irgendwie verbinden, die drei. Ja, das kommt später. Das kommt zum Schluss. Okay. Das kommt zum Schluss. Loriana, was meinst du? Irgendwas hast du ja so gefühlt. Da habe ich gefühlt, du hättest ja irgendwas. Ja, ich fand es einfach spannend zu sehen, wie unterschiedlich sich das erstmal ausdrückt, wie Leute die findende Führung machen. Und bei mir ist mir einfach direkt aufgefallen, dass hier so leerer Raum ist, sage ich jetzt mal. Und ich hatte so den Impuls, da noch was hinzumalen, aber dann sagtest du ja, das ist irgendwie, da kann halt auch was wirken und noch was reingemalt werden. Ja. Okay, wir machen das jetzt so, dass wir die Felder wechseln. Also ich komme jetzt zu dir. Oh, ich komme mal hier hin. Genau, du gehst dahin. Und wir gestalten das alles wieder frei. Also da darf jetzt kein, oh, ich darf jetzt, wenn du was Schönes gemalt hast, man kann es verändern, man kann alles verändern. Und weil wir haben jetzt kein monochromes Malen, ne? Wir haben kein einfarbiges Malen. Wir haben, also das heißt, worauf will ich hinaus? Es kann bunt werden. Mhm. Es könnte, bist du ein bunter Mensch? Ja. Du auch? Ja. Okay. Obwohl, wir haben nicht bunt angefangen. Das ist gut. Das ist gut. Weil jetzt haben wir die Möglichkeit, richtig ins Bunte zu gehen. Ja. Das heißt, ich würde jetzt hier Farben nehmen. Also wir bleiben alle bei einer Farbe. Das heißt, ich wähle jetzt grün. Okay. Das ist nicht deins? Nicht in dem Zusammenhang, aber deine Freiheit. Ja. Ist ja frei. Manchmal muss es nicht so harmonisch sein. Aber okay, dann Aussage. Das war mein erster Impuls. Genau, grün zu machen. Was würdest du hier machen? Bei meinem kurvigen Bild. Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte Lust, mit Blau reinzugehen. Blau ist gut, ja. Aber schon mit so einem kräftigen Blau. Kräftig, ja. Also wir haben jetzt Ultramarin. Das ist das kaltes Blau. Ja. Und das ist so Himmelblau, so warmes Blau. Ne? Oder du kannst ja noch was mischen. Ja, ich würde was mischen. Ich würde so ein Mittelding dazwischen nehmen. Oh ja. Und du bist? Wenn ich das Gesamtbild betrachte, würde ich jetzt hier mit Gelb arbeiten. Gelb ist auch gut. Ja, dann hätte man auch so. Ah. Oder Rot wäre auch gut. Warte, sieht vielleicht eher zum Schluss dann, wenn die erst zum Schluss verbunden werden sollen. Dann. Vielleicht Weiß. Auch gut. Ja. Cool. Dann los. Okay. Oh, wir haben bald keine Mischung. Ach doch, die habe ich noch nicht gesehen. Die hast du gut versteckt. Natürlich. Die liegen auch woanders. Ah, wir haben noch Nachschub. Also wir werden die nicht. Ich brauche jetzt jemanden anzurufen und dann warten wir bis morgen. Der Kurier. Der Tigelkurier muss noch kommen. Ja. Also die fährt ein Schweinegeld, Tigelkurier. Ja. So unglaublich. Unglaublich. Die scheffeln das Geld. Man jetzt Linien oder Flächen oder ist das völlig. Wie du meinst, also ich würde jetzt mal so reingehen. Guck mal jetzt, bei deinem Bild würde ich. Nicht meine Lieblingslinie! Guck mal. Ich mach dein Bild jetzt kaputt. Ja. Ich war nur ein bisschen da bei deinem Bild. Du kannst auch Ränder machen. Guck mal, so wie hier. Ich mache jetzt einen Rand. Okay. Schau. Mhm. Also schon großflächig. Ja, den man macht. Okay, cool. Gönn dir, Ronja. Ja. Mal, was du willst. Also, ich denke, das passt sehr gut zusammen. Wir können auch mit Linien arbeiten, genau. Es muss jetzt nicht so alles so flächige Sachen werden. Wir können ja auch Linien machen, was verwischen. Oh, das sind ja Zähne. Ja. Und dann kleine Blätter. Und ihr beide kommt aus Norddeutschland. Aus Norddeutschland, ja. Norden. Ja, aber dafür seid ihr so kommunikativ. Wieso? Ja, man sagt doch die Nordleute, wenn ich rede. Ja, ne? Das ist aber auch ein bisschen Aberglaube. Man muss den Charme davon verstehen. Ist das, ne? Ja, man muss den Charme nur verstehen von den Leuten.
Die sagen halt auch wirklich, was sie denken meistens. So. Ja. Wenn du den Weißen manchmal abschlagst, dann schmerzhaft, so, schmerzhaft ehrlich. Ja, aber das finde ich, ich mag das sehr. Bist du auch so ehrlich? Kommt drauf an, zu welchem Anlass. Also Freunden, ja, weil so. Man muss halt wissen, es zu dosieren, das ist ja immer sehr wichtig. Du dosierst auch. So wie beim Mal, du dosierst gerade auch. Ne? Genau, man muss schon ein bisschen Auge dafür haben. Ja. Aber wenn manchmal ist ja Wahrheit auch schmerzhaft. Ne? Ja. Was machst du dann? Sagst du trotzdem, weißt du, Dejan, dieses Grün hier ist eine Katastrophe. Das genau, hättest du das gesagt? Das geht gar nicht. Ich finde, weil du, Ronja? Ronja, ich hätte es mir nicht getraut zu sagen, aber ich hätte es gefühlt. Ich wäre so wütend geworden, ja. Ja, aber ich habe es gemacht. Ja. Ich habe es gemerkt, du wolltest es nicht. Aber jetzt, wir wissen ja hier, worauf wir uns hier eingelassen haben. Das hier ist jetzt sehr abstraktes, auch freies Malen. Und da finde ich, geht es halt auch darum, wieder ein bisschen so loszulassen, mal eben, ne? Weil das Bild halt noch nicht fertig ist und ne? Wir malen es ja zusammen. Aber wenn jetzt irgendwie mir wirklich mal was, ich weiß nicht, es kommt halt darauf an. Eigentlich ist deine Meinung deine Meinung. Wenn es jetzt aber was ist, was andere Menschen einschränkt zum Beispiel, dann würde ich ja schon sagen, dass ich das nicht tolerant, also nicht tolerieren würde. So. Was machst du da? Nein! Nein! So was meinst du? Genau, dann würde ich sagen, Momentchen mal. Also du würdest mich halten jetzt, wenn ich sage... Nee, ich würde dich darauf ansprechen und dich dann damit konfrontieren. Alles klar. Gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel finde ich ganz toll. Wir sind bei gewaltfrei. Das ist gut. Woher kennst du das? woher? Ich musste mich einfach ziemlich viel mit meiner eigenen Psyche beschäftigen. Ja, ist das Gestalttherapie? Jetzt gerade hier? Nein. Gewaltfreie Kommunikation. Nee, das ist ja der Schulz von Thun oder so. Ne? Rosen? Schulz von Thun. Oh Gott, ich habe gar keine Ahnung. Rosenberg? Ich habe mich mehr mit der, also ich wirklich dann mit der Praxis drauf. Ja, okay, gut. Also gewaltfreie Kommunikation. Ja. Ja, kann ich nur empfehlen, es macht alles leichter. Oh, ich habe schon einiges hinter mir. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay. So, ich würde sagen, wir wechseln jetzt weiter. Es reicht schon, ja. Ja, es reicht schon, ja. Wir wechseln jetzt weiter. Ich komme dahin. Und du hast jetzt das Glück hier. Toll. Bei diesem wunderschönen Grünton, den du da ausgesucht hast. Und ich werde jetzt hier mit Schwarz rein. Ja. Oh, mein du Gott. Du provozierst mich ganz im Dorf. Ich mag das sehr, das ist schön. Ja, gut. So, was mache ich denn mit deinem? Was du genau, fühlst. Was machst du da? Welche Farbe magst du heute am wenigsten? Weißt du? Ich glaube, er mag viele Farben. Nee. Ich habe weder Lieblingsfarben, wirklich. Ja, das macht dich schön. Und weder hasse ich Farben. Okay. Noch hasse ich Farben. Ich habe. Das ist ja, was ich. Ich merke das bei meinen Workshops, meine Workshop-Teilnehmer würde mich jetzt entschuldigen bitte. So merkt man, wer ist künstlerisch wirklich aktiv und wer nicht. Wenn jemand sagt, kein Gelb, mein Gott, dann merkst du, okay, gut, dann der Mensch macht einfach so hobbymäßig. Weil ein Künstler würde nie sagen, ich hasse Gelb, ich hasse Rot oder ich, oh, gut, Liebe ist immer da, gerade passt mir die Farbe, aber ich hasse jetzt Blau. Wie kann man Farbe setzen? Hat ja alles seinen Ausdruck. Also, genau, alles, also, alles hat. Zu welcher Farbe hättest du den größten Widerstand im Bild? No-Go, meinst du? Ja. Oh, ein No-Go. Da gibt es doch bestimmt was. Gelb. Weil Gelb da ist. nein. Weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten, weil es keine wäre. Aber wir haben Gold, wir haben Silber, wir haben Rot. Oh, Rot ist toll. Rot ist eine gute Idee. Rot, genau. Das ist schön. Also. Wow. Okay. Ich glaube auch, dass es gar nicht schlimm ist, Widerstand zu einem Kunstwerk zu haben, weil das ja einem dann wieder etwas in sich selber zeigt. Das ist ja das Tolle an Kunst. Ja. So betrachte ich das zumindest. Thank you.
sagen Ja zum Leben, wir sagen Ja zum Bild. Das Bild hat sich sehr entwickelt und wir haben jetzt festgestellt, Ronja, was hast du festgestellt mit weißen und mit hellen Linien? Ja, ich finde die weißen Linien toll, die würde ich noch gerne mehr hervorheben oder ja. Einfach mehr davon zeichnen. Und mit Schatten würde ich gerne arbeiten, also die dunklen Bereiche genau. Noch ein bisschen dunkler machen. Sehr gut, finde ich auch gut. Die Höhen und Tiefen also. Ja, kannst du genau. Auch Genau, ja. Mhm. Bist du einverstanden? Ja, na klar. Okay, ich würde zum Beispiel hier, wenn man hier genau weiß reintut, dann hat man ja sehr helles Gelb und da würde ich schon mal anfangen. Du kannst ja mit Dunkel arbeiten, ich arbeite mit Hell und du arbeitest mit Bunt. Okay. Hast du einverstanden? Ja, ja, ja. Du kannst bunte Akzente jetzt setzen. Okay. Also das ist gerade unsere Aufteilung. Also was für so ein großes Bild sehr gut ist, wenn man so eine Linie, guck mal, so eine ganz, ganz lange Linie durchzieht. Ne? Und das durch das ganze Bild geht sozusagen. Okay. Ne? Das ist jetzt eine komplette Verbindung zueinander. Und wenn das hell ist, natürlich umso besser. Wir können auch Punkte setzen. Punkte sind auch gut. Sowas wie. Ja. Ja, das ist eine Kommunikation. Oh, guck mal, das sieht ja auch gut aus. Ja, mit vorhin schon gesehen. Also Malen ist ja Kommunikation. Ne? Also ja. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir miteinander kommunizieren können mit Farben, Linien. Ne? Ja. Mal sehen, ob uns das gelingt. Der war gut. Wir arbeiten jetzt mit Blau. Wir haben gerade festgestellt, es ist zu wenig Blau im Bild. Und Ronja macht Grau, Schwarz, im ganzen Bild. Wir brauchen also helle Momente und wir brauchen dunkle Momente. So wie es in Wien auch ist. Ne? Hell und dunkel, ne? Beides gehört dazu. Um das Bild zu beruhigen, weil das Bild jetzt ziemlich wild ist, kann man so, guck mal, so ganze, genau, so wie du das auch machst, großflächiger, dass gewisse ruhige Momente in Bild reinkommen. Mhm. Also mit Linien sind wir, glaube ich, durch. Es gibt hier noch Linien im Bild. Ja, viele. Ja, ganz viele Linien. Geht es um Harmonie, Verbindungen, also wir verbinden uns. Zärtliche Momente im Bild. Ja, du kannst es hier, genau, ich komme rüber, wahrscheinlich da, wo es dunkel liegt, da kann ich ja auch. Thank you.
Was komplett verschwunden ist, das ist Magenta, ne? Pink ist ganz weg. Das Helle, was du hattest? Hier, ja, was du das? Ja. Und Rot ist immer noch nicht da. Ja, das stimmt. Ich Rot. Wir können es mit Rot. Mit Rot? Ja, was ja. machen, wenn ihr wollt. Also ja, muss nicht sein, aber das ist nur eine Idee. Was machst du jetzt? Rot? Ja, ich tue schon. Ja, okay. Ja? Dann bist du auch rot. Weil wir beide rot machen. Ja, ich kann auch rot machen. Ja. Ich kann eher so orange. Ja, ja, genau, ja, ich mach so für mich so orange-rot und du kannst ja rot pur machen. Einfach das? Mhm. Ja. Wir haben uns die Zeit genommen und uns überlegt, was kann man noch machen? Und wir sind extra in einen Laden gegangen namens Penny und wir haben Schwämme geholt, weil wir keine Schwämme hatten. Schwamm ist sehr wichtig. Also diejenigen, die meine Videos kennen, die wissen, dass ich Schwamm sehr oft benutze. Ein großer also, Schwammliebhaber. Ich bin ein ganz großer Schwammliebhaber. Und mit Schwamm kann man sehr viel erreichen. Und das werdet ihr jetzt sehen. Wir werden jetzt beweisen, was man alles mit Schwamm erreichen kann. Also nächster Schritt, das ist mit Schwamm zu Ende malen. Und dann ist... Finito. Also wir denken, dass wir jetzt am Ende angelangt sind. Das Bild ist nach unserer Auffassung fertig. Und es hat Spaß gemacht. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.